Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef und herzlich willkommen auf der Reeperbahn. Reeperbahn Foodspots. Wir gucken heute, was kann die Reeperbahn kulinarisch oder kann die Reeperbahn nur? Wir werden es raus. So, da habe ich einen guten alten Freund getroffen hier aus dem Pink Palace. Ja. Wo kann ich jetzt hier essen gehen? Gibt es was Neues? Was Neues haben wir nicht, du. Gülberbar kennst du schon. Da waren wir schon, ja. Steinbock waren wir auch schon, Hotdog waren wir auch schon. Ich schau einfach mal. Ich lass mich überraschen. Einen coolen Waffelladen haben wir vorne. Digga, ich brauche was Deftiges. Ja. Was soll ich mit Waffeln? Der soll dir Schinken aufklatschen da. Erste Station auf unserer Reeperbahn-Tour. Wie könnte es anders sein? Hutas, Freunde. Hutas. Wir gehen zu Hutas. So, Männer, ich weiß doch, ihr habt Bock. So, erste Frage an dich. Was isst man hier bei euch im Hutas? Wings. Wings? Die Buffalo Wings? Ja. Wir bestellen jetzt die Buffalo Wings. Und im Hutas könnt ihr euch natürlich auch euer eigenes Hutas-Outfit holen, wie die Mädels hier anhaben. Freunde. Wir sind im Hutas. So, das Hutas ist bekannt für seine Wings und deswegen bestellen wir uns hier natürlich Wings. Oh, danke schön. Da sind unsere Buffalo Wings. Boneless, also ohne Knochen. Der erste Wing. Mhm. In die Soße rein. Ich bin ein bisschen verwöhnt vom guten Tag in Berlin. Aber wenn man hier auf der Reeperbahn ist, im Hutas, auf jeden Fall lecker. Super. Aber für die Kenner unter euch, man sieht, was hier für eine Soße drauf ist. Ne? Ich denke mal, die Chili-Chicken-Soße. Du brauchst ja nicht schämen, du bist doch wunderschön. Ja, vielen lieben Dank für deine Bewirtschaftung. War sehr, sehr lecker. Vielen Dank. Ja? Ciao, ciao. Mach's gut. Dir auch. Okay, Freunde, das war Hutas. Wir haben bezahlt für 10 Wings 13,95 €. Auf zur zweiten Station. Wo warst du essen? Warst du auch gerade im Hutas gewesen? Ich war im East. Und war's gut? Ja, mega. Was gibt's im East? Dry-aged, extrem geil, geiles Sushi, überragend gut. So ein Bötchen und so mega, wirklich. Alles klar, kommst du aus Hamburg? Nein, München. Alles klar, ich wünsche dir viel Spaß noch hier, ja? Und eine gute Zeit. Ciao, ciao, mach's gut. Morgens 9:30 in Hamburg. Ja, Hamburg ist schon anders. Hinter uns wird gerade jemand verhaftet. Irgend so ein Junkie wollte gerade morgens 10 meine Freundin anfassen. Also Hamburg hat einen anderen Vibe. Auch morgens 9:30. Also dagegen ist Berlin, gut. Wir haben auch den Kotti und so. Aber was ich hier gerade erlebe, Hamburg, was geht ab? Um euch ein paar mehr Foodspots in die Folge reinzupacken, sind wir nochmal schnell von der Reeperbahn zum Steindamm geswitcht und haben hier gerade einen Dönerladen entdeckt, der mich sehr, sehr angesprochen hat. Angelehnt auf damals. Dönerläden, die keiner kennt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Wir gehen mal rein und gucken uns das mal an. Der Laden sieht auf jeden Fall aus, als wenn er was kann. Oder was sagt ihr? Da habe ich doch einen Riecher für. Was sagst du für Soßen da, mein Lieber? Wir haben Tzatziki Curry, Cocktail scharf, Cocktail süß und Essen haben wir. Ah, okay. Was empfiehlst du? Gerade zu dem Fleisch? Ich würde ein bisschen Essen und Tzatziki nehmen. Okay, dann machen wir das. Vielleicht machen wir ein bisschen Essen rein. Wie nennst du das? Essen heißt das. Ach so, was man sozusagen auch in Frühstücksrestaurants dazu bekommt? Ja, mit auf Platten? Manchmal. Ah, okay, verstehe. Dann machen wir jetzt den Tzatziki drauf. Ja, danke schön. Ein Mozzarella war das, ja? Ja. Habe, was kostet bei dir ein Döner? 6,80 €, gut. So, da ist der Kollege. Fleischverhältnis natürlich wieder gut, aber ich denke, das war kein Kamerabonus. Die anderen haben, wie ihr gesehen habt, auch viel Fleisch bekommen. Mhm. Macht auf dem ersten Biss sofort einen super Eindruck. Oh, scharf. Auch mit diesem, wie hieß es nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine, was man da zum Frühstück kriegt, diese Paste. Die kickt natürlich richtig rein. Wer scharf will, kriegt sie auf jeden Fall scharf und die schmeckt so schön frisch. Weil es nicht einfach nur so eine scharfe Currysoße ist, sondern ihr habt sofort diesen Charakter von frischen, kleingehackten Tomaten, Chilis und Paprika da drin. Ne? Sehr geil. Mhm. Mhm. Auch der Tzatziki, der dieses Fleisch in den Vordergrund stellt, finde ich in diesem Fall sehr, sehr gut. Sehr, sehr lecker. Digga, offiziell, dieser Steindamm ist schlimmer als Kotti. Nächste Station, wir gehen in die Ritze essen. Richtig, ihr habt richtig gehört, in die Ritze essen. Hier, Currywurst zur Ritze. Die Ritze hat jetzt hier einen eigenen Currywurstladen. Rainer. Einen wunderschönen guten Tag. Ich als Berliner möchte gerne eine Hamburger Currywurst probieren. Einmal Curry rot-weiß, würde ich sagen. Dankeschön. Ja. Seit wann hat denn die Ritze einen Currywurstladen? Der muss doch neu sein, oder? Ungefähr 3 Monate. 3 Monate erst? 3, 4 Monate. Ich bin gespannt.
Immer noch eine Currywurst. Hast du noch mal einen anderen da? Nein. Nee, die gibt's nebenan, wa? Nein, korrekt. Aber eins muss man der Ritze lassen. Der Laden ist wirklich wunderschön geworden. Und vor allen Dingen alles sehr, sehr sauber. Man hat das Gefühl, man kann hier vom Boden essen. So, kleine Portion Pommes, denn wir essen noch genug. Hier die Currywurst. Ich finde immer, wir Berliner sind ja eigentlich keine Bratwurst. Wir lieben ja diese Bockwurst, ne? Und dazu Trüffelmayo. So, Trüffelmayo. Mit einer Trüffel. Und Mayo. Das ist für mich keine Currywurst. Da ist zwar Currysoße drüber, aber das ist für mich eine Bratwurst. An die Dinger müssen wir Berliner uns halt erstmal gewöhnen, ne? Also, Jungs und Mädels, hier in der Ritze Currywurst. Currywurst, Pommes, Getränk, 9,80 Euro. Ja, ihr zahlt hier ein bisschen den Namen mit. Ihr seid hier direkt auf der Reeperbahn. Deswegen, ja, war okay. So, jetzt geht's ab zum goldenen Handschuh. Die Kneipe vom Honka. Ich glaube, viele kennen es von euch, von Netflix. Wir trauen uns mal rein in den Schuppen. Da sind wir, zum goldenen Handschuh. Sieht ein bisschen düster aus, ne? Wie viel Film hier drin? Nee. Nee? Nee. Schade. Nee, das ist nicht gut. Mich stört das weniger. Das, okay. Das ist nur für die Leute. Morgen steht das bei Instagram oder Facebook drin. Und da stören sich einige Leute drin. Ne? Alles gar kein Problem. Ich wünsche noch einen schönen Abend, eine schöne Zeit und viel Erfolg. Ja? Macht's gut. Ciao. Danke, ciao. Ja, sie wollte unbedingt mal beim Honka ein Schnäpschen trinken. Okay, dann geht's weiter. Hey, nächste Station. Nächste und letzte Station, denn wir sind so voll gefressen. Ich habe immer noch dasselbe Outfit an. Wir sind den ganzen Tag schon am Drehen. Der Akku macht schlapp. Wir sind auf Hektik unterwegs. Hessburger, Freunde. Erinnert so ein bisschen das Logo am Burger King und anscheinend in Hamburg sehr, sehr bekannt. Du warst schon da? Ja. Ja, und du meinst, der Cheeseburger ist gut? Der ist Pflicht hier. Der ist Pflicht hier? Ja, der ist immer Pflicht. Der ist Pflicht auf hier. Auf dem Kiez ist der Pflicht. Ich bin gespannt. Hessburger. Und er lächelt schon die ganze Zeit so süß. Sie meinte, hier sind die Cheeseburger so gut. Wir möchten gerne Hamburger? Hessburger. Hessburger. Zwei Hessburger bitte. Gerne. Digga. Ich weiß noch nicht so richtig. Ich weiß halt noch nicht so richtig. Und ich weiß halt noch nicht so richtig, ne? Hier ist so wirklich in St. Pauli der Burger. Einmal in die Kommentare bitte, wer von euch war schon mal bei Hessburger und in welche Stadt sollen wir als nächstes kommen? Welche Stadt soll Blocki als nächstes unsicher machen? Schreibt's bitte in die Kommentare. Und ein Like da lassen, Abo da lassen, ganz, ganz wichtig. Danke. Und Kuss geht raus für eure Unterstützung und eure liebevollen Kommentare in letzter Zeit. Nee, Hessburger 4,90. 2 Euro, die Zeiten sind vorbei. Ja, aber der McDonald's Burger King Vibe ist da. Also die ganze Maschine dafür hat er auf jeden Fall da. So eine Mini-McDonald's-Bude hier. Okay, ich revidiere. Cheeseburger 2,50. Hessburger ist ein Doppelter, deswegen 4,90. Und da haben wir die Jungs. Let's go. Nee, aber ich feiere diese Verpackung. Die erinnert mich so an die 80er Jahre. Pack mal aus. Ja, okay, halt ein Ghetto-Burger. Der Big Mac von Hessburger. Ey, kann nicht mehr. Wir waren halt schon bei, ich kann sie gar nicht mehr zählen, bei wie vielen Stationen. Aber der geht noch, komm. Und dann 80er Jahre Imbiss-Version eines Big Macs. So wie man es kennt. Fleisch, schön trocken in der Mitte. Ja, der schmeckt wie der Laden aussieht. Aber er erinnert mich voll an meine Kindheit so. Ich zieh mir rein. Oh, kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Ja, ist so ein typischer Suftburger. Ne? Du kommst hier raus, hast irgendwie 3,8 im Dom. Und dann isst du den hier und dann denkst du dir, boah, ist ja geil. Also auf Nüchtern ist ja halt so lala. Ja, aber ist okay. Wie gesagt, ist auch irgendwie das, was man hier erwartet. So. Deswegen, ey, ich würde sagen, das war's für heute. Ne? Ich kann nicht mehr. Ich mache hier aus. Jetzt hier, ey. Timeout, Freunde. Wir gehen jetzt in unser Kapselhotel zurück und dann kommt morgen nochmal eine richtig geile Folge. Aber für heute ist hier absolut Feierabend. Das war eine neue Folge Wer will Beef. Ganz viel Liebe an euch. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, die ihr mir hier in dem Video widmet. Und ja, wie gesagt, Kuss geht raus. Habt euch lieb. Ne? Tschüss.